Moin Moin aus Hamburg. Wir heißen Axel. Heute geht es über 24.000 Streckenanpassungen pro Minute. Das schaffen nicht mal unsere Disponenten. Bleibt dran. Axel, Navigationssysteme, ja. Rein in den Stau, dann leiten die dich um und dann stehst du wieder im Stau. Ja, aber ich finde die Idee gar nicht gut, weil ich mache es ja heute aus meinem Kopf und denke, da ist Stau in der Hamburger Innenstadt, dann fahre ich Schleichwege und die kennt durch dieses System dann jeder. Ja, das ist so. Also, aber erklär das mal, das System. Ja, also Sebastian Heise, das ist der Erfinder dieser Plattform, sagt den interessanten Satz, wir wollen den Verkehr reparieren. Er hat auf einer Plattform eine Navigation entwickelt, die es den Fahrer oder den Bediener ermöglicht, auf verschiedenen Wegen zum Ziel zu kommen. Und die verschiedenen Wege werden dadurch ausgezeichnet, dass die Navigation weiß, wie voll der Weg A ist. Und dann nimmst du Weg B und wenn der auch voll ist, nimmst du Weg C. Hat es alle schon mal gegeben, Axel? Das waren dann gewisse Algorithmen, die dann ausgelöst haben, da vorne fährt jetzt ein Auto langsamer, fahr mal lieber die linke Straße. Aber das Ganze wird jetzt mit künstlicher Intelligenz so weit aufgeblasen, und jetzt kommen wir zu den 26.000 Anpassungen pro Minute, dass sowas ständig wieder erneuert wird und dass es nicht dazu kommt durch die Algorithmen, dass man dann am besten den Bypass auch wieder verstopft, sondern dass man sagt, man hat 27 verschiedene Wege, um den Stau herumzufahren und die werden jetzt alle genutzt. Und die werden, das kann sein, dass du, wenn du vor mir fährst, eine andere Strecke kriegst als ich, der hinter dir fährt. Ja. Und das soll dazu führen, dass das Ganze sich so weit auflöst, dass es dann funktioniert. Dann ist deine Streckenkenntnis, weil du gerade gesagt hast, du weißt es selber, wo du langfährst, ist natürlich dann einerseits nicht mehr deine eigene, andererseits soll es ja für alle dann laufen. Nee, also wenn das klappt, ist das natürlich eine tolle Sache, gerade in so Großstädten. Ne? Ja. Also ich bin jetzt am Wochenende von der Ostsee gekommen und bin die ganze Zeit Landstraße gefahren, da hatte ich keine Lust mehr. Bin jetzt das letzte Stück Autobahn gefahren und die Navi, zack, direkt in den Stau. Direkt rein in den Stau. Ne? Ja. War auch angezeigt auf der Navi, aber im Text. Also die hätte mich ja dann da umleiten müssen. Ja. Das hat mich so... Du kennst mich ja, ne? Ja, das war ein bisschen sauer. Ja. Gut, also künstliche Intelligenz soll das Ganze besser machen als die alten, bekannten Algorithmen. Wir glauben dran, das kann funktionieren und das System ist, glaube ich, fertig. Woran hält es noch? Wollen ADAC? ADAC findet es gut. Ja? Das ist immer ein gutes Zeichen, weil ADAC ist ja manchmal auch kritisch. Und das System heißt NUNAV, N-U-N-A-V, das NUNAV-System. Darauf ist es die Plattform, darauf basiert das Ganze. Und also, ich finde das super. Ja. Und wenn das jetzt sozusagen in die Navigation einfließt, man hat ja heutzutage eine Navi im Auto, eine Navi im Handy. Und wenn das dort einfließt, dann haben wir auf einmal eine andere Wegstrecke, aber kommen schneller zum Ziel. Also, wir warten mal ab. Man kann das Ganze im Internet tatsächlich sich anschauen. Wir schreiben das mal in die Beschreibung, dann könnt ihr gucken und euch das nochmal genauer ansehen, was wir jetzt nicht so richtig gut vielleicht rübergebracht haben. Bis dahin bleibt uns gewogen und allzeit gute Fahrt! Wenn man im Stau stehen will, da darf man nicht sparen, da muss man Samstag fahren, wenn alle fahren. Gute Fahrt! Geil, klatscht keiner, war scheiße.